Hallo und herzlich willkommen zu Folge 32. Kurses Approximation mit Fourierreihen. Heute starten wir ins letzte Kapitel, Anwendung funktional-analytischer Methoden auf Fourierreihen. Und wir starten mit einem Satz, der harmlos aussieht, der uns aber ein bisschen beschäftigen wird, weil viel gerechnet werden muss. Es geht um eine grundlegende Abschätzung für Dirichlet-Kerne, die wir dann benutzen können, um halt, ja, ich sag mal, auf die spannenderen Funktionen bzw. auf die spannenderen Sachen hinzukommen, die uns dann so ein paar Aussagen über Fourier-Abbildungen ermöglichen. Aber da benötigen wir halt eine technische Abschätzung und der widmen wir uns jetzt. Das heißt, es gilt wie bei der einen Folge zu Bernstein-Polynom. Nehmt euch den Satz mit, guckt euch den Beweis an, wenn ihr wollt, ansonsten sehen wir uns in 2 Tagen. Es geht nämlich um den Satz 8.1. Es gibt Konstanten 0 kleiner als c, kleiner gleich groß c, für alle n größer gleich 2, sodass c mal log n, also klein c mal log n, kleiner gleich ist als Integral minus Pi bis Pi, Betrag dn von t, also Betrag der Dirichlet-Kerne, t quer t. Und das wiederum kleiner gleich ist als Groß C mal log n. Ja, das heißt, wir kriegen so eine Abschränkung durch Logarithmen hin. Das heißt, im Wesentlichen liegen diese Dirichlet-Kerne immer zwischen zwei Logarithmen. Skaliert um irgendwelche Konstanten. Und diese Konstanten werden wir finden. Ja, wir werden die nicht explizit beschreiben, aber wir kommen schon ganz gut dran. Und da kommt jetzt halt ein bisschen Technik ins Spiel. Na, also wir brauchen gleich mal insbesondere die Euler-Mascheroni-Konstante. Mascheroni-Konstante, ich weiß. Und dann schauen wir mal, was so passiert. Und zunächst beginnen wir mit einer harmlosen Bemerkung, die man tatsächlich vielleicht aus der Analyse schon kennt. Es gibt ein Alpha größer 0, sodass ich Alpha t halbe abschätzen kann durch Sinus t und das wiederum abschätzen kann durch t halbe für alle 0 kleiner gleich t kleiner gleich pi. Ja, wir wollen uns das Ganze kurz grafisch veranschaulichen. Ich glaube, da ist jetzt nicht großartig was hinter. Ja, t y 1 2 3 pi. So. Und dann sagen wir mal, hier ist die 1, dann sieht unser Sinus, ja, Pi halbe ist dann, wo ist Pi halbe, ungefähr mal 1,6, ne, irgendwo hier. Das, dann sieht unser Sinus hier an der Stelle irgendwie so aus. Ja, also das ist hier Sinus t. So, wie sieht t halbe aus an der Stelle? T halbe sieht aus, bei 1 ungefähr bei 1,5 sind. Zeichnungsgrottig, sehe ich jetzt schon. Oh, andersrum. T halbe. So. So, Fehler gefunden. Wir brauchen hier natürlich ein t halbe. Sonst kann es auch nicht klappen. So, Sinus t halbe ist halt entsprechend bei Pi 1. Das heißt, blub, so. Das sieht halt entsprechend so aus. So, und jetzt können wir sehr schnell sehen, dass wir hier so ein Alpha finden. Upsa. Dass das Ganze halt hier entsprechend skaliert, sodass dieses Sinus t hier halt exakt dazwischen liegt. Also das hier ist Sinus t, das t halbe, das Alpha mal t halbe. Ja, und hier können wir halt irgendeins nehmen, was ziemlich nah bei der 0 ist. Also es gibt auf jeden Fall so eins, was konstruieren kann. Das ist eigentlich relativ egal.
So, das Ding hier nennen wir mal Sternchen. Das ist der falsche Stift. Und jetzt können wir uns mal diesen Integral über diese Dirichlet-Kerne annähern. Also damit Integral minus Pi bis Pi Betrag dn von t. E quer t. So. Wir benutzen hier jetzt mal die Definition der Dirichlet-Kerne und wir benutzen, also die Definition von dem d quer insbesondere, die Definition der Dirichlet-Kerne und Satz 2,2. Satz 2,2 war die Darstellung der Dirichlet-Kerne über Sinusfunktionen. Das heißt, wir können hier rausziehen 1 durch Pi. Eigentlich 1 durch 2 Pi, aber wir wissen auch, die Dirichlet-Kerne sind gerade. Das heißt, dieses Integral ist zweimal das Integral von 0 bis Pi. Das heißt, wir nehmen auch nur den Teil von 0 bis Pi und gucken uns dann an Sinus von 2n plus 1 u halbe durch Sinus u halbe. T halbe, U ist nur das, was im Satz steht. Wir brauchen jetzt hier nicht auf Teufel komm raus den Variablennamen ändern. Davon den Betrag dt. Das einfach nur erstmal einsetzen und dann eben entsprechend die ja, die Formel 2,2 nehmen. Jetzt benutzen wir mal das Sternchen hier oben. Und schätzen das Dingen mal weg. Also das hier unten. Sorry, wir haben ein bisschen fahrig gerade, weil ich nochmal überlegt habe, warum hier was gilt. Aber alles gut. So, Sinus t halbe hier unten ist nach Sternchen kleiner gleich t halbe. Ja, das heißt, wir können hier das Ganze abschätzen. Größer gleich, weil Kehrwert. Das 1,5 können wir nach vorne wandern lassen. Das wird dann zu 2 hier vorne. Also 1,5 im Kehrwert. Und dann steht hier 0 bis Pi. Und dann bleibt hier stehen Sinus von 2n plus 1 mal t halbe. Und jetzt schreiben wir hier mal dt durch t. Bei t dürfen wir den Betrag auflösen, weil wir zwischen 0 und Pi sind. Das heißt, da machen wir keinen Fehler. Und jetzt substituieren wir fröhlich durch die Gegend und werden dieses 2n plus 1 t halbe hier mal los, indem wir einfach sagen, ja gut, wir substituieren u gleich 2n plus 1 mal t halbe. Dann landen wir nämlich bei 2 durch Pi. Integral 0 bis 2n plus 1 mal Pi halbe. Hier drin der Betrag Sinus U. So, und du nach dt ist gerade, schreiben wir es hin, du nach dt ist gleich, ja, wenn ich das nach t ableite, ist das einfach 1,5, also 2n plus 1 halbe mal u, einfach nur mal 2n plus 1 halbe. Genau, das heißt, wenn wir das hier alles einsetzen und ausrechnen, dann kommen wir raus bei du durch u. Könnt ihr nochmal nachrechnen, ist aber jetzt tatsächlich nichts Dramatisches. Na, einfach für dt den Wert da einsetzen und dann das Ganze einmal durchziehen. Jetzt machen wir Folgendes. Jetzt machen wir die obere Grenze kleiner. Sagen, das ist größer gleich 2 durch Pi. Und so, das gehört zusammen. Das ist größer gleich 2 durch Pi mal das Integral von 0 bis n mal Pi. Betrag Sinus u und du durch u. So. Dieses Integral haben wir. Und jetzt teilen wir das auf zwischen Stellen k minus 1 mal Pi bis k mal Pi und summieren die Teile auf. Na, wir wollen jetzt hier rauf, das Ganze so ein bisschen darzustellen, so ähnlich wie eine harmonische Reihe. So, das heißt, wir kommen hier raus bei k gleich 1 bis n.
So, dann haben wir hier das Integral k minus 1 Pi mal k mal Pi. Gucken wir kurz, ob das hinhaut. Wenn ich k gleich 1 einsetze, steht hier 0. Wenn ich k gleich n einsetze, steht hier oben n. Der Rest wird sich genau aufteilen. Dementsprechend ist das eine disjunkte Zerlegung dieses Intervalls. Das heißt, wir können das so hinschreiben. Und dann bleibt hier stehen der Betrag Sinus u. Und dann haben wir hier du durch u. So. Jetzt können wir das Ganze wieder weiter nach unten abschätzen, indem wir sagen, naja gut, dieses durch u hier hinten können wir einfach wegdiskutieren, indem wir das gegen die obere Grenze abschätzen. Ne, durch das Maximum, das ist halt beim Kehrwert einfach die obere Grenze. Das heißt, wir schätzen das ab durch Summe k gleich 1 bis n, 1 durch obere Grenze mal Integral k minus 1 Pi bis k mal Pi Betrag Sinus u du. So. Und das 1 durch k Pi dürfen wir dann natürlich aus dem Integral rausziehen, das hat ja nichts mit u zu tun. Und jetzt löst man dieses Integral auf. Das ist dann wieder Analysis 1. Und dann landet man bei 4 durch Pi Quadrat mal die Summe k gleich 1 bis n, 1 durch k. So, das sieht ja schon mal so ein bisschen wie harmonische Reihe aus. Das heißt, wir haben jetzt eine Abschätzung nach unten für dieses Integral minus Pi bis Pi. Jetzt gucken wir uns eine Abschätzung nach oben an. Und dann fassen wir das Ganze gleich nochmal zusammen, damit man wieder sieht, was passiert. So, also andererseits, und jetzt benutzen wir eben diese Abschätzung, die wir für den Sinus t halbe haben mit dem Alpha. Das heißt, wir gucken uns an minus Pi bis Pi Betrag dn von t. Und jetzt versuchen wir das nach unten abzuschätzen. Entschuldigung, nach unten abgeschätzt haben wir es gerade. Bin ein bisschen verwirrt heute, es tut mir leid. Und da benutzen wir jetzt Sternchen, indem wir das mit diesem Alpha wegschätzen, nämlich sagen 2 durch Alpha mal Pi, Integral 0 bis Pi, ne, gleicher Trick wieder, Sinus einsetzen, dn einsetzen, das 1 durch Pi rausziehen und dann das Integral durch die geraden Dirichlet-Kerne verdoppeln, das heißt, da kommt eine 2 nach vorne und dann bleibt hier drin stehen Sinus von 2n plus 1 t halbe dt durch t. Nennen wir es mit dem Alpha Pi da oben. Jetzt machen wir die gleiche Substitution wie oben. Dann landen wir bei 2 durch Alpha Pi mal das Integral von 0 bis 2n plus 1 mal Pi halbe. Betrage Sinus u du durch u. Dann teilen wir wieder auf, schätzen jetzt nach oben durch die obere Grenze ab, weil wir jetzt ja nicht dadurch teilen. Na, das heißt, wir kriegen jetzt. Wir schätzen noch gar nicht ab. Entschuldigung. Teilen einfach nur auf. Warum schätzen wir denn da ab? Wir einfach gleich hinschreiben. Das ist immer so, wenn man Sachen vorstellt, die man vom Jahr aufgeschrieben hat. Also 2 durch Alpha Pi. Integral 0 bis 2n plus 1. Nee, warte mal. Stimmt. Wir machen jetzt die obere Grenze wieder größer. So. Das heißt, wir landen hier bei der Summe von k gleich 1 bis Pi, bis n plus 1, mein Gott. Dann Integral k minus 1 Pi mal k Pi. Betrag Sinus u du durch u. Also wir schätzen das jetzt ab nach oben durch n plus 1 mal Pi, dann passt es. Ne, weil 2n plus 1 halbe ist ja kleiner gleich als 2n plus 2 halbe, was n plus 1 ist. Das heißt, das hier macht es dann tatsächlich größer. Das war die Abschätzung. Dann teilt man wieder auf und wuselt hier hinten in den Integranten rum. Und wir machen jetzt hier Folgendes: Wir teilen auf nach k gleich 1 und k größer 1, weil das k gleich 1 macht hier halt ein bisschen Probleme beim Abschätzen, weil das 0 ist dann unten. Das heißt, 2 durch Alpha Pi ist, also
Deshalb, weil wir jetzt ja nach oben abschätzen müssen, das heißt 1 durch 0 mit der unteren Grenze verwursteln. Ja, und bei der unteren Grenze macht es aber gerade dann eben keinen Sinn, wenn da 0 steht. Das heißt, wir ziehen den ersten Summanden raus. Der erste Summand ist aber gerade Pi. Wenn wir k gleich 1, k gleich 0, k gleich 1 einsetzen, dann haben wir hier gerade das Integral von 0 bis Pi über Sinus u, das ist gerade Pi. Und dann bleibt stehen die Summe von k gleich 2 bis n plus 1. 1 durch k minus 1 mal Pi. Und dann das Integral von k minus 1 Pi bis k Pi Betrag Sinus u du. So. Ja, und jetzt rechnet man das Integral hinten wieder aus. Und dann kriegt man raus, kleiner gleich als 2 durch Alpha. Ne? Wir verrechnen hier vorne 2 durch Alpha Pi mit dem Pi. Plus 4 durch Alpha Pi Quadrat mal Summe k gleich 1 bis n, 1 durch k. So, nach oben, nach unten haben wir. Das heißt insgesamt, das ist jetzt so das erste Zwischenergebnis, haben wir 4 durch Pi Quadrat mal Summe k gleich 1 bis n, 1 durch k. Ist kleiner gleich als Integral minus Pi bis Pi Betrag dn von t. D quer t kleiner gleich als 2 durch Alpha plus 4 durch Alpha mal Pi Quadrat mal die Summe von k gleich 1 bis n. So. Jetzt müssen wir also irgendwie noch schaffen, das hier und das hier mit dem natürlichen Logarithmus zu verhandeln, beziehungsweise zu verbinden, um dann wirklich diese Abschätzung zu bekommen der Form, die wir oben hingeschrieben haben. Und dafür brauchen wir jetzt die Euler-Mascheroni-Konstante. Die sagt, es gibt ein Gamma, das der Limes ist, von n gegen unendlich über diese Approximation der harmonischen Reihe 1 durch k minus den Logarithmus von n. Dieser Grenzwert existiert. Ja, das könnt ihr zum Beispiel nachlesen. Ich möchte jetzt nicht begründen, warum das der Fall ist. In Caballo Anna 1. Da ist das Beispiel 8, 9. So. Jetzt haben wir hier also quasi einen Limes über eine Differenz. Und dieser Differenz hier, den geben wir jetzt den Namen Gamma n. Also dieser Termausdruck hier, den definieren wir als Gamma n. Und dann kann man zeigen, das steht ebenfalls in diesem Beispiel, im Caballo, das gilt, 0 ist kleiner gleich als Gamma n minus Gamma. Und das wiederum ist beschränkt durch 1 durch n. Oder anders ausgedrückt, wenn man es ein bisschen umschubst, 0 ist kleiner gleich Gamma, ist kleiner gleich Gamma n, ist kleiner gleich als 1 durch n plus Gamma. Das nennen wir jetzt mal 2 Stern. So, jetzt fangen wir an mit der Abschätzung nach unten. Also wir gucken uns an. Ich mache hier mal vielleicht so ein paar Striche zwischen, damit wir so ein paar Inhaltsblöcke haben. Jetzt gucken wir uns an, dieses 4 durch Pi Quadrat mal die Summe k gleich 1 bis n. 1 durch k, weil das ein bisschen einfacher ist, um mal das grundlegende Verständnis zu kriegen. Was wir machen, ist, wir ergänzen künstlich einen Log. Also wir schreiben hier minus log n plus log n. Und dann klammern wir um. Dann haben wir nämlich hier einfach 4 durch Pi Quadrat mal Gamma n. Das ist der vordere Teil hier. Plus 4 durch Pi Quadrat mal log n. So, und das ist jetzt größer gleich, wegen 2 Stern, als c mal log n mit c gleich 4 durch Pi Quadrat. Na, weil wir das hier einfach weglassen können, weil das hier größer gleich 0. Damit haben wir unser klein c gefunden. Das klein c, und das ist an der Stelle wichtig, das ist echt größer als 0, weil das hat man nämlich gefordert.
So, Zwischenstand. Wir machen das jetzt hier wirklich granular, dass wir wissen, wo wir gerade sind. Wir haben klein c mal log n, kleiner gleich Integral minus Pi bis Pi, Betrag dn von t, d quer t, kleiner gleich 2 durch Alpha plus 4 durch Alpha Pi Quadrat mal Summe k gleich 1 bis n, 1 durch k. Und wir wissen, dass c hat die Form 4 durch Pi Quadrat größer 0. So. Das ist der Zwischenstand, mit dem wir jetzt arbeiten. Und jetzt müssen wir uns die Abschätzung nach oben basteln. Die ist ein bisschen diffiziler, weil da noch dieses 2 durch Alpha dabei kommt. Ja, und das müssen wir jetzt irgendwie geeignet wegdiskutieren. So. Das Gute ist, wir müssen das nur geeignet wegdiskutieren. Für n größer gleich 3, für n gleich 2 können wir es tatsächlich einfach ein bisschen Handwaving machen. Also, nach oben abgeschätzt ergibt sich 2 durch Alpha plus 4 durch Alpha Pi Quadrat mal die Summe k gleich 1 bis n, 1 durch k. Ist erstmal wieder nichts anderes von den Gedanken her, als wir addieren uns hier hinten einen Logarithmus. Also wir haben hier plus log n minus log n. Und dann verteilen wir das wieder auf Gamma n und auf 4 durch Alpha Pi Quadrat log n. So, das hier vorne, das 2 durch Alpha plus 4 durch Alpha Pi Quadrat mal Gamma n, das nennen wir jetzt C'. Und das hier hinten, das 4 durch Alpha Pi Quadrat mal log n, beziehungsweise das 4 durch Alpha Pi Quadrat, nur, Entschuldigung, das nennen wir C2'. Ja, das heißt, wenn ich das jetzt hier einführe, dann haben wir einfach hier die Abschätzung C' plus C2' mal log n. Und ich möchte jetzt eigentlich hin auf C mal log n. So. Für n größer gleich 3 ist das auch kein Problem, weil für n größer gleich 3 gilt log n größer gleich 1. Dementsprechend kann ich dann in diesem Fall C' plus C2' mal log n abschätzen durch C' mal log n, was ja größer gleich 1 ist in dem Fall, plus C2' mal log n. Und das kann ich jetzt schreiben als C' plus C2' mal log n. Und das stiftet mir jetzt mein C mal log n, indem ich einfach sage, C ist C' plus C2'. Ja, das ist wiederum 2 durch Alpha plus 4 durch Alpha Quadrat mal Gamma n plus 1, was größer ist als 0. Wieder echt größer. Aber eben nur für n größer gleich 3. Wir haben aber leider hingeschrieben für n größer gleich 2, wenn ich mich nicht irre, genau. Das heißt, für n gleich 2 müssen wir das Ganze noch retten. Aber für n gleich 2 können wir die gleiche Konstante wählen. Mit kleinerem Alpha. Ja, mach einfach das Alpha beliebig klein. Dann wird das hier größer und dann wird es irgendwann passen. Zack. Und Alpha kleiner, wenn wir uns nochmal an die Skizze erinnern, ist halt nicht schlimm, weil wenn Alpha kleiner wird, wird dieser Graph hier einfach nur flacher und dann verlieren wir auf jeden Fall nicht diese Ungleichung hier. So. Zwischenstand 2. C, also klein c mal log n, kleiner gleich Integral minus Pi bis Pi, Betrag dn von t, d quer t, kleiner gleich groß C mal log n, klein c 4 durch Alpha Pi Quadrat, groß C 2 durch Alpha plus 4 durch Alpha Quadrat, Gamma n plus 1, beide größer 0. So, fast fertig. Wir brauchen jetzt nur, dass das Groß C größer ist oder größer gleich ist als das Klein C. So, wie kriegen wir das?
So, jetzt können wir eben kurz den Schluss zu Ende machen. Ich habe hier gerade nur war verwirrt, weil ich habe hier falsch geschrieben und ich habe hier gerade falsch geschrieben. Das ist natürlich c, klein c 4 durch Pi Quadrat und groß C 2 durch Alpha plus 4 durch Alpha Pi Quadrat, nicht Alpha Quadrat. Weil damit geht dann nämlich auch die Ungleichung auf, sonst läuft man sich gegen läuft man gegen eine Wand. Also es gilt groß C 2 durch Alpha plus 4 durch Alpha Pi Quadrat Gamma n plus 1. So, das 2 durch Alpha ist in jedem Fall größer gleich 0. Das Gamma n plus 1 ist in jedem Fall größer gleich 1, ne, weil Gamma n größer gleich 0 ist. Das heißt, das ist erstmal größer gleich als 1 durch Alpha mal 4 durch Pi Quadrat. Und weil Alpha zwischen 0 und 1 liegt, also effektiv sogar deutlich kleiner als 1, weil wir brauchen die Abschätzung gegen den Sinus, ist das hier auf jeden Fall größer gleich als 1 durch Alpha, als 1. Das heißt, das ist größer gleich als 4 durch Pi Quadrat. Das ist aber klein c. Und damit haben wir dann die Behauptung, wie wir das haben wollten. Wir haben klein c mal log n kleiner gleich dn, das dn-Integral kleiner gleich groß c mal log n. Das Ganze gilt für n größer gleich 2. Und wir haben 0 ist kleiner als c, ist kleiner gleich als groß c. So. Und das alles nur für diese noch relativ harmlos aussehende Logarithmusabschätzung der Dirichlet-Kerne. Aber damit sind wir dann jetzt auch am Abschluss dieses lustigen Beweises angekommen. Kleines Bonmot an der Stelle. Ich glaube, der Beweis ist im Caballo 3 Zeilen lang, weil man da nämlich die gesamten technischen Details weglässt. Na, dann geht das natürlich schneller. In dem Sinne bedanke ich mich sehr fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Dann kommt wieder ein bisschen spannenderer Content. Und bis dahin macht's gut, bleibt gesund und tschüss.